Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es das Familiensortiment Avalon, was es bei Aldi für 9,99 € gibt. 105 Teile steht hier drin. Gibt es bei Aldi Süd und Aldi Nord. Ihr habt hier Veko-Raketen und Böller und Leuchtfeuerwerk. Eine bunte Mischung und ich möchte einfach mal gucken, ob sich das lohnt. Hier ist anscheinend sogar eine Knallkette mit drin. Also wir werden einfach mal schauen, ob sich dieses Set lohnt. Hatte ich noch nie und ich würde sagen, wir zünden es an. Viel Spaß! Ja Leute, Avalon von Aldi. Bin gespannt. Die Böller und so machen wir wieder am Tag. Haben wir hier einmal Knallfrösche, China Böller D, 32er Machine Gun Knallkette. Ja, ich glaube, die Wunderkerzen können wir uns auch noch mal ganz kurz anschauen. Ist leider nicht so viel zu erwarten. Ich finde immer, die Wunderkerzen, die werden immer noch schlechter irgendwie. Machen wir mal eine. So, gucken wir mal. Ja, wie zu erwarten, also eher nicht so. Also es ist wirklich mickrig, was aus den Wunderkerzen heutzutage geworden ist. Also es ist wirklich schade, muss man sagen. Also es gab wirklich mal ganz gute, aber ja, nee, machen wir weiter. Das kann man sich nicht mit ansehen. Knallfrösche und ja, auch hier wieder in Rot. Ich verstehe es nicht, aber es ist so. Frösche sind ja rot. Gibt es Frösche, die rot sind? Ich kenne da keine. Ja, also Knallfrösche. Der hat nicht mal geknallt. Der hat geknallt, ja Wahnsinn! So, die Böller sind immer bekanntlich ein bisschen besser aus den Familiensortimenten. Das werden wir wahrscheinlich jetzt auch gleich sehen, hören. Ja, es ist unglaublich. Also diese Böller aus den Sets sind immer sehr, sehr gut. Ich weiß nicht warum. Ich verstehe es nicht, die sind wirklich gut. Aber es ist ja gut, also wenn sie gut sind und nicht schlecht sind. Steht ihr? So, jetzt kommt die Knallkette. 32er. Anzündung unter dieser Abdeckung. Danke, Veko! Oh. Das ist eine Pyrocracker-Knallmatte. Oh, die wird bestimmt lauter. Na dann, legen wir die mal hin. Aber nicht mal roten Böller. Aber wir schauen mal. Alter Vater, das war eine krank gute Knallmatte. Ja, so mag ich das. Und dann, ja, den Rest machen wir dann im Dunkeln. Bis gleich. So Leute, weiter geht's mit Avalon. Raketen sind auch hier schon bereit. Nehmen wir zweimal römisches Licht und Chrysanthemenfontäne. Los geht's. Der klassische 5-Schüsser haben wir zweimal. Jawohl. Und dann die Chrysanthemenfontäne. Schön. Dann machen wir direkt weiter mit den Raketen. Starten wir mit Green Hawk.
Gut, dann haben wir Silverhawk. Der nicht silber ist. So, dann haben wir hier noch zwei No-Name-Raketen. Die werden wir auf Schlag zünden. Okay. Dann haben wir hier noch zweimal Green Hawk, machen wir auch auf Schlag. Okay. Und als letztes die Red Hawk. Ja, die Raketen sind nicht die besten. Es waren noch ein paar gute Zerleger dabei. Aber das Set finde ich ganz okay für den Preis. Und dann danke ich fürs Zuschauen. Haut rein!